So. Wir haben gleich die Hinterlande geschafft. Juhu. Wir haben die Hinterlande geschafft. Inquisitor. Ja. Ist schon wieder Inquisitor. Templer, was ist so wichtig, dass Korypheus sie herausgeschickt hat? So, jetzt erledigen wir das nämlich mit Bianca und Varric. Erledigen wir jetzt das zusammen, dass hier wir sowieso hier rein mussten, um diese Söldnertruppe auszumerzen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf in den Lyrium-Schmuggel wäre hier sicher ein einträgliches Geschäft. Nicht, war das Kammwald mit den anderen Drachen überhaupt? Ja, war's. Ob wir den auch direkt erledigen sollten? Und haben wir Kammwald nämlich auch direkt fertig. Endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht. Niemand hat verlangt, dass du in dieser unheimlichen Höhle warten sollst. Tja, habe ich aber. Also machen wir es kurz. Diese Dummköpfe holen das rote Lyrium in ungesicherten Behältern raus. Wir sollten nicht bleiben, bis es anfängt, mit uns zu sprechen. Warum sollten die Behälter gesichert werden? Reines Lyrium ist unglaublich gefährlich. Es kann selbst Zwerge vergiften oder töten. Und wir sind dagegen immun. Manchmal explodiert es einfach, ohne Vorwarnung. Im Grunde bauen Lyrium nur Verrückte ab. Die Minenkaste wirft es nicht einfach in einen Korb, sondern transportiert es in speziellen Behältern, um es unter Kontrolle zu halten. Und damit meine ich normales Lyrium. Das rote Zeug ist noch schlimmer. Würde mich nicht wundern, wenn die meisten ihrer Arbeiter daran sterben. Ihr scheint mehr als alle anderen über die Wirkung von rotem Lyrium zu wissen. Varric hat mir erzählt, was es mit ihm und seinem Bruder gemacht hat. Wie seid ihr überhaupt auf diesen Ort gekommen? Es muss doch hunderte von Eingängen in die tiefen Wege geben. Ich kannte diesen Eingang von früher.
Varric ist nicht der einzige Oberflächenzwerg, der die tiefen Wege erkundet. Allerdings war ich zugegebenermaßen ziemlich überrascht, als es hier plötzlich von Menschen wimmelte. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Ja, das klingt gut. Das muss ein alter Vorposten der Zwerge sein. Welchen Zweck hatte er? Vielleicht war es ein Handelsposten. Ich weiß es genauso wenig wie ihr. Ich habe mich gerade so herbe erschrocken. Oder heißt das erschreckt? Ich habe mich gerade so herbe erschreckt. Nee, du hast mich erschreckt, heißt das. Und ich habe mich erschrocken. Ja. Wir haben noch so viel zu tun. Wir müssen noch Kammwelt fertig machen. Wir müssen noch die Smaragdgräber in die erhabenen Ebenen und so. Dafür bräuchte man jetzt einen Krieger. Also geht da nicht ohne Krieger oder ohne Schurke rein. Das machst du jetzt also? Bitte? In Höhlen rumschleichen, Leute erschießen. Ist das dein Tagwerk? In der Regel lasse ich die Höhlen weg. Dunkle Brut. Mag sein, dass wir zu dicht an der Oberfläche sind, um von den tiefen Wegen zu sprechen. Aber habe ich schon erwähnt, dass ich die tiefen Wege hasse? Geht mir genauso. Gemacht, weißt du? Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Der Brief, den du mir wegen des roten Lyriums geschrieben hast, war seit der Explosion der Kirche das erste Lebenszeichen von dir. Habe ich mich wirklich so lange nicht gemeldet?
Mann, wenn du die Scheiße nicht überlebt hättest, wäre ich nach Kirkwall zurückgekehrt, um dich auszugraben und dir den Arsch zu versohlen. Und was hättest du gemacht, wenn sie mich eingeäschert hätten? Dann hätte ich dir in den Arsch getreten. Dingens. Bogdan? Der ist gerade in Nevara. Verkauft meine Maschine an reiche Grundbesitzer. Ich habe gehört, in der Gilde gab es Stimmen, die dich für das Gerät zum Paragon ernennen wollten. Das wird nicht passieren. Selbst wenn ich 10-mal besser wäre, als Branka es je war. Ein Paragon von der Oberfläche? Vergiss es. Ich habe diese Türen gebaut. Sie haben die hier wohl von der anderen Seite verriegelt, als sie den Krach hörten, den wir gemacht haben. Tada! Ihr wart oft genug hier, um die Höhle zu renovieren? Ich sagte doch, dass ich diesen Eingang schon häufiger benutzt habe. Ich weiß ja nicht, was Varric euch erzählt hat, aber die Händlergilde ist mörderisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe diese Türen gebaut, um zu verhindern, dass mir Rivalen folgen und Unfälle arrangieren. Es war wohl doch eine gute Idee, euch mitzunehmen. Das höre ich oft. Nach euch. Wenn das hier vorbei ist, gebe ich einen aus. Weißt du, das macht beinahe Spaß. Wie in alten Zeiten. Aber wir haben doch noch nie gemeinsam Leute erschossen. Weißt du noch, wie wir Bartrans Gildenbankett gesprengt haben? Wir hätten ihn ebenso gut erschießen können. Das ist nicht annähernd so gefährlich, wie meinen Bruder zu verärgern. Bleiben. Bis diese verrückte Scheiße vorbei ist. Mindestens. Vielleicht auch länger. Warum? Du musst unbedingt bei mir vorbeischauen, bevor Bogdan nach Hause kommt. Ich will dir meine neue Werkstatt zeigen. Mal sehen, was ich tun kann. Du weißt, dass mich deine Familie tötet, wenn ich dich besuche, oder? Nein, sie töten dich nicht. Das sagst du immer. Und was machen sie? Sie hetzen gedungene Mörder auf mich. Hallo, kann ich das nicht nehmen? Bist du ja. Diesen Eingang werden sie nicht mehr benutzen. Bianca. Wollt ihr etwas sagen, Varric? Bei Andrastes Hintern, Bianca. Du bist die undichte Stelle? Als ich die Lage kannte, wollte ich mir selbst ein Bild machen. Ich fand das rote Lyrium und hab es untersucht. Du weißt doch, was es den Leuten antut. Ich hab dir damit einen Gefallen getan. Du willst deinem Bruder helfen, oder nicht? Also wollte ich es rausfinden. Also schön. Ihr habt das rote Lyrium untersucht. Aber wieso habt ihr Korypheus verraten, wo es zu finden ist? Ich fand heraus, dass rotes Lyrium... Es trägt die Verderbnis in sich, Varric. Weißt du, was das heißt? Was? Dass sich zwei tödliche Dinge zu etwas noch Schrecklicherem verbunden haben? Lyrium ist lebendig. Oder
etwas in der Art. Die Verderbnis befällt keine Minerale, nur Tiere. Als ich selbst nicht mehr weiterkam, sah ich mich nach einem Magier der Grauen Wächter um. Einem Experten für Verderbnis und Magie, sozusagen. Schließlich fand ich einen, Larius. Er schien begierig darauf zu sein, mich bei meinen Forschungen zu unterstützen. Also gab ich ihm einen Schlüssel. Larius? Das war der Graue Wächter, den wir in Korypheus... Oh, Scheiße. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Mir wurde erst alles klar, als du sagtest, du hättest in Haven rotes Lyrium gefunden. Also kam ich her und... Tja, dann kam ich zu dir. Sagt euch der Name etwas, Varric? Er war in dem Gefängnis der Grauen Wächter, in dem wir Korypheus fanden. Und er war vorher garantiert kein Magier. Euch muss doch klar gewesen sein, was passieren würde, Bianca. Warum habt ihr darauf bestanden, uns zu begleiten? Varric hat mir erzählt, was die Leute mit dem roten Lyrium anstellen. Ich musste helfen, dass das aufhört. Ihr habt Varric gesagt, ihr hättet eine Spur. Wir werden euren Fehler also ausmerzen. Ich weiß, das ist alles meine Schuld. Aber wir haben es wieder in Ordnung gebracht. Mehr kann ich nicht tun. Das hier ist keine deiner Maschinen. Du kannst nicht einfach einen Teil ersetzen und alles ist gut. Nein, aber ich kann es wenigstens versuchen, oder? Oder soll ich mich wegen meiner Fehler auf ewig in Selbstmitleid suhlen, mich selbst ohrfeigen und allen erzählen, was ich hätte tun sollen? Ha! Als würde ich Geschichten über meine eigenen Fehler erzählen. Das rote Lyrium ist im Umlauf. Daran ändert auch das Schließen des Eingangs nichts. Wir haben hier getan, was wir konnten. Bianca, du solltest nach Hause gehen, bevor dich jemand vermisst. Varric. Mach dir deshalb keine Sorgen. Wenn er stirbt, stopfe ich euch eure eigenen Augäpfel in den Mund, Inquisitor. Hier sind wir aber. Sie haben unsere Bewegungen beobachtet. Leute, die leben von dem Krempel, den sie in den tiefen Wegen finden. Samt dunkler Brut.
Ja, sag mal, Beric, du stehst mir sehr stark im Weg. Ach, die Hinterlande. Sind komplett fertig. Auf nimmer Wiedersehen! Machen wir jetzt den Drachen in Kammwald fertig. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. No. Herrlich. Das hier könnte euch interessieren, Sir. Nein, theologische Studie möchte ich nicht machen. Warum bin ich eigentlich schon wieder da hinten? Ich muss doch hier runter. Genau. Da muss ich hin. Inquisitor. Nein. Ich bin jetzt nicht zugegen. Müsste ich den ja jetzt platt kriegen. Jetzt Level 15, ne? Oder war ich Level 16? 15. Ja, da steht er. Oder sitzt, hockt, keine Ahnung, was er da gerade tut. Auf jeden Fall ist er da.